Eine wichtige sicherheitstechnische Maßnahme, nichts von den Lokalen annehmen zum Trinken oder zum Essen. Warum darf man nichts essen bei denen? Naja, es gibt das Risiko, dass man sie vergiftet. Alexander Stefanow, ein russischer Historiker, reiste als freiwilliger Helfer nach Donbass, um dem laufenden Konflikt auf die Gründe zu kommen. Und bei der Sicherheitsunterweisung erfuhr er, dass er als freiwilliger Helfer aus Russland, komischerweise, von den Bewohnern von Mariupol vergiftet werden könnte. Seltsam! Wie könnte es nur so weit kommen? Es ist eine schwierige Sache, den Krieg zu rechtfertigen. Es ist schwer zu erklären, warum russische Soldaten Ukraine angreifen müssen. Charkow, Cherson, Zaporozhye. Die Truppen sind bereits an die Grenze zusammengezogen. Es fehlt nur noch ein Grund für einen Angriff. Wie die alten Römer sagten, Casus Belli. Doch plötzlich ein ungewöhnlicher Glücksfall. Die Ukrainer entschieden sich als erstes einen Schlag auf Russland auszuführen. Zwei ukrainische BMP-Schützenpanzer überquerten den Grenzfluss zwischen Russland und Ukraine und fuhren Richtung Stadt Rostow. Russische Nachrichten berichteten über eine vernichtete Gruppe der ukrainischen Saboteure. Um ca. 6 Uhr morgens wurden 5 ukrainische Soldaten liquidiert. Von der russischen Seite gab es keine Verluste. Die Gefechte ereigneten sich bei der Siedlung Mityakinskaya, Bezirk der Stadt Rostow an der Don. Zum Glück konnten russische Militärkräfte die Katastrophe vereiteln, indem sie den Gegner bei der Siedlung Mityakinskaya vernichteten. Die Körper der toten ukrainischen Soldaten wurden bis heute noch nicht gesichtet und ihre letzte Ruhestätte wird bis heute geheim gehalten, sodass niemand weiß, wer diese Menschen waren oder von wo sie kamen. Wir wissen noch nicht einmal, ob es diese Menschen tatsächlich gab und die Journalisten, die waren so schnell da, dass das Feuer in den Panzer noch nicht mal erloschen war. Also eine offensichtlich gestellte Provokation im Stile der Operation Tannenberg. Doch damit nicht genug. Die ukrainische Armee beschoss irgendeine Scheune an der russisch-ukrainischen Grenze. Komischerweise, als die Ukrainer vor 8 Jahren eine Gruppe russischer Soldaten auf ihrem Territorium festnahmen, haben sie alle gezeigt mit Namen und Dienstgraden und im Fernsehen präsentiert. Sie haben sie nicht versteckt. Interessant ist, was die russische Regierung dazu sagte. Ach, sie haben sich einfach verfahren. Die ausländischen Medien erzählen ständig, dass Russland irgendeine Invasion plant. Natürlich lügen sie alle. Diese Spekulationen, dass weißrussisch-russischen Übungen gedacht sind, um Ukraine von Norden aus anzugreifen und Kiew einzunehmen, das grenzt doch alles an Paranoia. Ich wurde aufgehalten, musste überprüfen, ob wir sie jetzt überfallen oder nicht. Nein, wir überfallen sie nicht. Werden wir sie überfallen? Dieser Journalist ist schwer vom Begriff. Zum Glück konnten die Lügen der westlichen Massenmedien aufgedeckt werden. Tatsächlich, wer bei klarem Verstand hätte je gedacht, dass Russland Ukraine angreift? Wir werden nicht Krieg gegen Ukraine führen, das verspreche ich Ihnen. Die Planung, Vorbereitung und die Entfaltung eines aggressiven Krieges wird mit einer Freiheitsstrafe zwischen 7 und 15 Jahren bestraft. Die Führung eines aggressiven Krieges wird mit einer Freiheitsstrafe zwischen 10 und 20 Jahren bestraft. Kriminalkodex der Russischen Föderation, Artikel Nummer 353. Also, es gibt einen Angriffsgrund, die ganze Welt ahnt nichts, denn die Russen haben ja gesagt, dass sie nicht angreifen werden. Jetzt kam die Zeit, eine gesetzliche Begründung einer Intervention auszudenken. Am 22. Februar beschließt der Föderationsrat, eine Genehmigung dem russischen Präsidenten zu erteilen zum Einsatz der russischen Streitkräfte außerhalb des russischen Territoriums, auf der Basis des allgemein anerkannten internationalen Rechts. Was ist es denn für ein Recht? Erstens, ein Nichteinsatz von Gewalt und eine Androhung von Gewalt. Wir haben Angst. Zweitens, die Lösung von internationalen Konflikten mit friedlichen Mitteln. Drittens,
nicht Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates. Gleich alle eingenommenen ukrainischen Bezirke trafen am Dienstag die Entscheidung, sogenannte Referenden durchzuführen, um an russische Gebiete angeschlossen zu werden. Die Rede ist von Donbass, Cherson und ein Teil von Saporoschje. Bestimmte öffentliche Bewegungen haben sich an die lokalen Regierungen gewandt und um diese Referenden gebeten, und dem wurde stattgegeben. Viertens, das Prinzip der Einhaltung von Staatsgrenzen. Fünftens, das Prinzip der territorialen Integrität. Wenn man also diese Prinzipien anwendet, dann klappt es wohl nicht mit einem Überfall. Das dachten sich auch die Senatoren, die die Entscheidung trafen. Die Entscheidung, die wir heute treffen müssen, sowie die gestrigen Entscheidungen von Präsidenten zur Anerkennung von zwei neuen Republiken, das ist der Hauptbeitrag zur Entschärfung von Spannungen in dem Gebiet. Das ist der Schutz der Menschen vor einem vollumfänglichen Krieg. Dieser Krieg findet nicht statt, zumindest solange es von Russland abhängt. Den Menschen die einzige Chance für ihre Sicherheit zu geben, eine Hoffnung in die Zukunft, eine Sicherheit in den morgigen Tag. Diese Entscheidung verfolgt nur ein Ziel, einen großmaßstäbigen Krieg zu vermeiden. Man ließ uns einfach keine andere Möglichkeit, Russland und unsere Leute zu schützen. Wir wurden gezwungen, diese Mittel einzusetzen. Und die Umstände fordern einen Einsatz ohne Verzögerung. Die Volksrepubliken von Donbass wandten sich an Russland mit der Bitte um Hilfe. Entsprechend dem Artikel 51, Kapitel 7 des UN-Charta und zur Erfüllung Vereinbarungen zur Freundschaft und gegenseitigen Hilfe mit der Donetsker und Luganska Republiken wurde von mir die Entscheidung getroffen zur Durchführung einer speziellen Militäroperation zum Schutze der Menschen von Donbass, die seit 8 Jahren dem Genozid und der Unterdrückung des Kiewer Regimes unterliegen. Dafür werden wir eine Denazifizierung der Ukraine anstreben. Dabei streben wir keine Militärbesetzung der Ukraine an. Die Truppen der Russischen Föderation führen keine Raketen-, Luft- oder Artillerieschläge gegen die ukrainischen Städte durch. Die Militärtruppen von Russland führen keine Schläge gegen ukrainische Städte durch. So begann der Krieg, bei dem komischerweise irgendwie Mariupol zerstört wurde. Und jetzt fahre ich im Bestand einer freiwilligen Helfergruppe dorthin. Nach mehreren Stunden Wartezeit an der russisch-russischen Grenze durften wir auf das Territorium der Donetsker Republik rein. Ab diesem Moment wurde klar, wir sind auf dem Gebiet, auf dem zur Friedenserhaltung eine Spezialoperation durchgeführt wird. Minen, Militärtechnik und allgemeine, allgegenwärtige Zerstörungen. Je näher Mariupol, umso mehr Zerstörungen. Unsere Hilfsmission wurde in dem Sportkomplex Iljitschowitz untergebracht. Übernachtet habe ich bei einer lokalen Großmutter, die sich bereit erklärte, uns aufzunehmen. Sie wurde zu meiner ersten Bekannten in Mariupol. Letztes Jahr bekam unser Haus Platz 1 in Mariupol. Wir bekamen eine Prämie von 15.000 Hryvnia. Wir kauften Rosenbusch. Wir haben sie überall angebaut. Das war so schön. Wir haben das alles bezahlt und angebaut. Wie viele Menschen blieben in dem Haus außer Ihnen? Ich, Ira, Serjoja und Sascha. Das sind 4 Wohnungen. Und wie viele waren es vor dem Krieg? 60 Wohnungen. Ja, die Omi hatte noch Glück. Aber irgendwie, obwohl sie sehr pro-russisch gestimmt war, war sie nicht sehr gut auf die Donetsker Republik zu sprechen. 2 Geschäfte funktionieren schon mehr oder weniger. Es gibt hier einen riesen Handel von 6 Uhr früh bis 6 Uhr früh. Wodka, Bier und Zigaretten. Kommen die Donetsker Truppen, hauen ihre Taschen voll mit Geld und dann geht's los. Saufen, rauchen, saufen, rauchen. Ich gehe dahin und frage sie, was treibt ihr denn hier? Wieso erlauben sie sich sowas? Um 6 Uhr früh sind die schon strunzbesoffen. Ja, das haben sie sogar in den Nachrichten gezeigt.
Der Krisis hatte seinen Ursprung noch in 2013. Damals war der amtierende Präsident Viktor Janukowitsch. Er führte sein Land in die Europäische Union und kam 2013 sehr nahe an dieses Ziel ran. Zur gleichen Zeit hatte Russland eigene Pläne für Ukraine. Es drohte Janukowitsch mit Sanktionen, es verkaufte Ukraine Gas zu erhöhten Preisen. Ukraine musste russisches Gas von der Europäischen Union kaufen. Heute strömte die erste Portion des ungarischen Gases in die Ukraine über das Umkehrliefersystem. Janukowitsch wollte mit der EU und mit der Eurasischen Union als begünstigter Partner kooperieren. Die Gespräche darüber, dass er hier und dort seine Vorteile abgrasen könnte, sind eine List. Das ist einfach die Verarsche des eigenen Volkes, entschuldigt mich. Wenn das seine Wahl sein soll, und er hat die Wahl bereits getroffen, auch die ukrainische Regierung hat bereits entsprechende Veranlassungen getroffen, dann wünschen wir ihm viel Glück, er soll dort ruhig sein Geld verdienen. Wir bezweifeln, dass es gutes Geld bringen wird, aber wenn das seine Wahl sein soll, dann soll das ukrainische Volk darüber richten. Andererseits wusste Janukowitsch, dass die meisten seiner Bürger in die EU wollen und bereits dem europäischen Traum verfallen sind. Hier setzte auch die Europäische Union an und unterstützte die Proteste. Letztendlich gibt Janukowitsch dem Druck aus Russland nach. Er pausiert den Prozess der EU-Integration der Ukraine. Ich bin seit 3,5 Jahren alleine, in sehr ungleichen Bedingungen. 1 gegen 1 gegen Russland, sehr starkes Russland. Wegen der Pausierung starteten in Kiew Proteste der Anhänger der EU-Integration. Die Proteste waren erstmal friedlich und erloschen langsam. Doch am 30. November wurde gegen die Protestierenden die Spezialeinheit Berkut eingesetzt. Berkut ging mit äußerster Gewalt vor. Mehrere Dutzend Menschen wurden schwer verletzt. Diese Maßnahme war überhaupt nicht gerechtfertigt. Und der Präsident Viktor Janukowitsch verurteilte diesen Einsatz bis aufs Schärfste. Dabei hatte Janukowitsch in der Ukraine keine Diktatur. Fast die Hälfte der Sitze im Parlament gehörten der Opposition. Mehrere TV-Kanäle gehörten den Oligarchen, die die Opposition unterstützten, manchmal. Viele lokale Verwaltungen in den Gebieten der Ukraine unterstützten die Proteste. Die Proteste verstärkten sich, die Gewalt artete aus. Auf die Knie, du Stück Scheiße! Die Anführer der Opposition versuchten, die Gewalt von der Seite der Oppositionsradikalen einzudämmen. Der rechte Sektor und andere Radikalen hörten nicht auf die Parlamentsopposition und teilten Schläge auf beide Seiten aus. Halt ein! Gegen wen kämpfst du? Gegen einen Bus? Die Proteste begannen so. Endeten im Endeffekt so. Janukowitsch versuchte mehrmals, den Maidanplatz zu reinigen. Im Endeffekt gewinnen die Protestierenden. Janukowitsch wird gezwungen, mit der Opposition ein Friedensabkommen zu schließen. Am nächsten Tag verlässt er Kiew und wird sein Abkommen nicht einhalten. Zur gleichen Zeit nehmen protestierende Regierungsbezirke ein in der Stadt. Viele Abgeordnete von der Partei von Janukowitsch wechseln die Seiten zur Opposition. Dabei verstoßen sie gegen viele formelle Prozeduren. Janukowitsch selbst flieht aus dem Land. In der Ukraine findet ein Staatsstreich statt. Ein bedeutender Anteil der Bewohner des Südwestens der Ukraine unterstützte die Proteste nicht. Doch die Mehrheit dort wollte trotzdem im Rahmen des ungeteilten Staates Ukraine verbleiben. Der Ausdruck der Volksmeinung. Es soll alles im Rahmen des Gesetzes bleiben. Niemand will hier an Russland angeschlossen werden. Wir müssen selbst bei uns für Ordnung sorgen. Sogar das Krimer Parlament stand anfänglich für ungeteilte Ukraine.
Die Krim wird von den russischen Truppen besetzt. Sie blockieren ukrainische Truppen und nehmen Verwaltungsgebäude unter ihre Kontrolle. Ich bin von hier. Von wo genau? Von hier, von Sevastopol. Können Sie mir die Straße sagen? Das ist in der Nähe hier. Wollen Sie mich provozieren? Und jetzt ruft das Parlament von Krim ein Referendum aus. Anfänglich sollte über die Frage abgestimmt werden, über die Erweiterung der Selbstständigkeit einzelner Gebiete der Ukraine. Das Referendum sollte am 25. Mai 2014 abgehalten werden, am Tag der Präsidentschaftswahl. Wir, das Parlament der Krim, müssen auf die Stimmen der Bürger hören. Wir sind heute für die Autonomie und die Einigkeit im Bestand der Ukraine. Wir sind für den Frieden auf der Krim. Niemand soll die Krim mit seinen Truppen besetzen. Momentan stehen keine Fragen zur Abtrennung von der Ukraine und Eingliederung in Russland zur Debatte. Es gibt nicht mal einen Gedanken daran. Doch eine Woche später verlegt das Parlament das Referendum auf März. Und folgende Fragen sollen gestellt werden. Sind Sie für die Wiedervereinigung der Krim mit Russischer Föderation? Sind Sie für die Wiederherstellung der Krimer Verfassung von 1992 und dass Krim ein Teil der Ukraine wird? Krim war der einzige Gebiet der Ukraine, in dem die russische Bevölkerung die Überhand hatte. Im Endeffekt lief alles ohne Blutvergießen ab und so ziemlich zivil. Einen bemerkbaren Widerstand gegen die russische Invasion leistete nur die Gemeinde der Tataren auf der Krim. Doch der größte Teil der Bürger beobachtete das Geschehen von der Seite und wäre mit jedem Ausgang zufrieden gewesen. Ich zitiere Ihre Aussage. In Donbass waren die Menschen um ein Vielfaches aktiver als auf der Krim, einschließlich Sevastopol. Ich war bei beiden Ereignissen beteiligt und ich weiß, wie die Organisation der Russen auf der Krim geschah. Dem Großteil der Bevölkerung war es scheißegal, ob Russland oder Ukraine über die Krim herrscht. Nun frage ich Sie, warum sind die Russen dann dort einmarschiert? Je nachdem, wie man es akzentiert. Wie wir wissen, den meisten Menschen ist es scheißegal, wer die Macht hat. Hauptsache, man lässt sie in Ruhe und sie können ihre Sache tun. Weil wir Ukrainer sind. Und solange wir in der Ukraine sind, sollte ukrainische Flagge gehisst sein. Der Staat heißt Ukraine und wir leben in der Ukraine. Es leben hier Russen, Ukrainer und andere Nationalitäten. Deswegen sehe ich keinen großen Unterschied, welche Flagge da oben hängt. Es spielt keine große Rolle. Hauptsache, zwischen den Menschen herrscht Frieden und Ruhe und guter Wille. Bitte spannen Sie die Lage nicht an. Sie ist eh schon angespannt. Wir wollen bloß keinen Krieg hier. Wir wollen, dass alles friedlich endet. Wir wollen nicht unsere Söhne und Enkelkinder in den Krieg schicken. Nein, wir leben in der Ukraine. Was wollen wir mit der russischen Flagge hier? Entsprechend den Referendumergebnissen haben die meisten Krimbewohner für die Eingliederung in die Russische Föderation gestimmt. Krim und Sevastopol kehren zurück in den Heimathafen. Die lokalen ukrainischen Militärs waren zum Großteil ethnische Russen und verließen die Halbinsel oder gingen auf die Seite der Russen über. Gestern früh haben wir gesehen, was es für Brüder sind. Das sind nicht meine Brüder, hier sind meine Brüder, alle hier. Ja, ich habe russisches Blut. Das spielt alles keine Rolle, denn der Feind hat keine Nationalität für uns. Wenn du ein Angreifer bist, dann werden wir deinen Angriff abwehren. Zum weiteren Zentrum der Separatisten wurde Donbass. Zwei Gebiete, Donetsk und Lugansk. Dort lebten immer sehr viele Russen. Eine Separatistenbewegung gab es dort schon seit den 90er Jahren, als eine Donbassfront gegründet wurde, die eine Abtrennung von Ukraine anstrebte, falls sie sich von UdSSR löst. Doch bei einem Referendum 1991 stimmte die Mehrheit der Donbass-Bewohner für die Unabhängigkeit Ukraines von der UdSSR. Über 83% der Bewohner der Donetsker und Luganska Bezirke stimmten dafür. Der Separatismus blieb dort eine lange Zeit nur eine marginale Bewegung, ohne eine ernsthafte Unterstützung bei den Bewohnern. Die zweite Welle des Separatismus in Donbass kam 1994 auf. Die Wirtschaftsreformen trieben die Bewohner in die Armut. Viele waren damals der Meinung, dass Donbass von der restlichen Ukraine gnadenlos ausgebeutet wird. Es wurde noch ein Referendum durchgeführt über die Föderalisierung der Ukraine und zum Status der russischen Sprache. Doch die neue ukrainische Regierung hat dieses Referendum nicht anerkannt. Es wurde jedoch eine Kompromisslösung gefunden. Die Lage konnte wieder stabilisiert werden. 2004 fand in der Ukraine die Orangene Revolution statt.
Viktor Janukowitsch gewinnt die Präsidentschaftswahlen, doch ihm wird Betrug im großen Stile vorgeworfen. Die Opposition behauptete, dass Janukowitsch von Putin eingesetzt wurde. Auf Nachdruck der Straßenproteste wurden die Präsidentschaftswahlen wiederholt. Diese Wahlen verliert Janukowitsch. Für Moskau wurde das ein Problem. Ukraine begann ihren Abdrift in Richtung Europa. Ab diesem Moment, mit der Unterstützung der Regionenpartei, erschafft Russland in der Ukraine in Donbass separatistische Organisationen. Diese haben bis 2013 noch recht wenig Unterstützung im Volk erreicht. Nach dem Sieg des Euromaidans begannen Proteste in Donbass. Schlichtungsversuche blieben erfolglos. In Lwów redet man heute Russisch. Die Stadtbewohner sagen, dass das Image des Feindes von Russland für die Stadt wurde von marginalen nationalistischen Gruppen eingeführt, die antirussische Aktionen durchführten. Lokale Unternehmer der Tourismusbranche kämpfen gegen diese Vorurteile seit vielen Jahren. Die Anti-Maidan-Aktivisten, die früher ungefähr so sprachen, die Menschen sollten viel mehr Geduld und Toleranz zueinander haben und es wird alles gut sein. Janukowitsch ist für Europa, wartet nur ein bisschen und er unterschreibt alles. Ich bin aus der Stadt Mariupol hierher gekommen, um Viktor Janukowitsch zu unterstützen. Mit welchem Ziel? Damit das Volk, so wie früher lebt, ein gutes Leben hat und endlich in die EU eintritt. Die Anti-Maidan-Aktivisten änderten ihre Position plötzlich. Führt ein Referendum durch. Nur so kann man die Ukraine ganz erhalten. Jedes Bezirk soll selbst wählen können, ob sie in die EU eintreten wollen oder nicht. Sie haben das politische Recht zu wählen. Wenn sie in die Europäische Union wollen, dann packen sie ihre Koffer, gehen sie in Westukraine und hauen sie ab. Wir wollen da nicht hin und das sollen alle hören. Und wenn sie denken, dass wir wie eine Herde Schafe nach ihrer Pfeife tanzen, dann täuschen sie sich. Doch auch jetzt sprach die Mehrheit der Bewohner nicht für eine Trennung von Ukraine. Im März bei einer der Aktionen tritt ein Mann auf. Er nennt sich Kommandeur der Milizen von Donbass. Es war Pavel Gubarev. Jetzt müssen wir hier auf diesem Platz den Gouverneur von Donetsk wählen. Das war es. So wurde Pavel Gubarev zum neuen Gouverneur. Die Menge schrie seinen Namen aus und das war ausreichend. Die Abgeordneten, die bei richtigen Wahlen und nicht bei einer Aktion oder einer Demo gewählt wurden, waren nicht begeistert von seinen Vorschlägen. Seine Legitimität hat er anerkennen lassen durch Gewaltandrohung bei den aktuellen Abgeordneten. Wir sind bereit, adäquate Maßnahmen gegen die Abgeordneten einzuführen. Wer sich nicht versteckt hat, ist selbst schuld. Im März 2014 konnte Gubarev nicht sehr lange als sogenannter Volksvertreter verbleiben. Sicherheitsdienst der Ukraine konnte den Anführer der sogenannten Volksmilizen von Donetsk verhaften, den Pavel Gubarev. Er befand sich in seiner Wohnung in Donetsk. Im Bezirk begann die Konfrontation der prorussischen Gruppen gegen die proukrainischen. In Donetsk finden Demonstrationen statt mit Tausenden von Teilnehmern zur Unterstützung der Ukraine einerseits und zur Unterstützung von Gubarev und Referendums andererseits. Wieso nimmst du die ukrainische Flagge ab? Lass sie neben der russischen Flagge. Die Polizei versuchte die Situation zu kontrollieren, doch blutige Exzessen gab es immer wieder. So gab es am 13. März eine Demo für ganzheitliche Ukraine. Dmitri fiel auf den Boden, er hatte bereits einen Messerstich im Körper. Dmitri Chernyavsky war das erste Opfer in Donbass. Er starb an seinen Wunden, insgesamt wurden 36 Menschen verletzt. Die letzte pro-ukrainische Demo gab es im April. Wir stehen hier für ganzheitliche, ungeteilte Ukraine. Unsere Heimat, die wir nicht verraten wollen. Doch die Unterstützer der Donetsker Republik waren dazu bereit. Die Menschen von Donetsk müssen sich organisieren. Kommt mit Chirurgieinstrumenten zur Heilung des Ukrainismus. Als sich alle versammelten, sind die Leute mit ukrainischen Flaggen losmarschiert. Vorne aus gingen die Menschen mit den Masken. Von hinten wurde die Kolonne durch Polizei bewacht. Doch sofort kamen prorussische Aktivisten und durchbrachen die Polizeisperre. Wir wurden hier zusammengeschlagen.
Man sagte uns, es sind Separatisten, doch ich denke, das sind einfach irgendwelche Alkoholiker, die dazu angeheuert wurden, normale Menschen zusammenzuschlagen. Aber auch die pro-ukrainischen Bürger verschwanden nicht und traten auf, mal hier, mal dort, all diese 8 Jahre, von 2014 bis 2022. Lieber Wladimir Putin, ich als russisch sprechender Donetsk-Bürger brauche hier keinen Schutz vor Bandera-Anhänger. Die sind für Russland, ich bin für Ukraine. Und wir sind für Russland. Ich bin aus Tula und ich bin für Ukraine. Wir scheißen auf dich und ich scheiße auf sie. Du Faschistin! Du sollst verrecken, du Abschaum! Du Scheißkuh! Der Präsident soll seine direkten Aufgaben erfüllen. Artikel Nummer 17. Punkt 1. Die Souveränität und Ganzheitlichkeit des Landes zu verteidigen. Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Im vorletzten Artikel steht, auf dem Gebiet der Ukraine sind gesetzwidrige Militärverbände verboten. Was ist das? Donetsker Republik, Luganska Republik, das sind Militärverbände. Ich will, dass diese gesetzeswidrigen Militärverbände von hier abhauen, ja, mehr will ich nicht. Einfach internationales Recht einhalten. Das normale Leben, das Gesetz soll hierher zurückkehren. Hier haben wir eine Gesetzlosigkeit momentan. Ukrainische Regierung zurückkehren. Ukrainische Macht soll hier wieder hergestellt werden, ukrainisches Gesetz. Alle Entscheidungen, die hier getroffen werden momentan, die beruhen alle auf Lügen, auf falschen Tatsachen, auf Gehirnwäsche, auf Propaganda. Wenn das alles nicht wäre, würde Donetsk und Lugansk gut leben, ein gutes Leben haben. Also bin ich der richtige Bürger. Sucht sie, schlagt sie, findet sie, fangt sie und tötet sie. Schlagt diese Faschisten, zerschmettert sie, erwürgt sie. Leschko, diese, sie sollen verrecken. Wofür schlagen sie mich? Du Bandera-Anhänger. Haut ab von hier. Faschisten! Das ist die letzte Videoaufnahme des Abgeordneten Wladimir Rybak, Abgeordneter der Stadt Gorlovka in der Ukraine. Er war Abgeordneter von der Partei Batkivschina in der Stadt und hier befand er sich auf dem Weg zur Arbeit, zum Stadtratgebäude und wurde hier von Anhängern der Donetsker Republik blockiert. Am 17. April um ca. 6 Uhr abends wurde er auf dem Platz des Sieges entführt. 4 Männer in Camouflagekleidung haben ihn dazu gezwungen, sich in ein Auto zu setzen und fuhren in unbekannte Richtung. Slava, kannst du bitte diese Frage mit der Leiche entscheiden? Der soll mal wegkommen, bringt ihn irgendwo hin. Er liegt hier rum und stinkt. Mit der Leiche? Ja, ja, okay, ich mache jetzt gleich fertig mit den Journalisten und dann mache ich das. Die Jungs haben da jemanden erwischt. Der wird im Keller sein. Ich fahre da schnell hin. Und dann entscheide ich das mit der Leiche. Ja, danke dir. Bis zum April gab es in Donbass Hoffnung, die Ukrainer zu versöhnen. In der Stadt Slawiansk waren bei einer prorussischen Demo nur ein paar Dutzend Menschen dabei. Doch am 11. April hat ein Geheimdienstoberst im Ruhestand mit einer Gruppe bewaffneter Menschen die russisch-ukrainische Grenze überquert. Der Name war Igor Strilkov. Am 12. April waren sie in Slawiansk und nehmen das Gebäude der Polizei ein. Gleich hier wird die Regierung gewählt. Wir kennen die Menschen nicht! Wir kennen sie nicht! Natürlich wird hier die Opposition gleich beseitigt, aktiv. Und gleich festgestellt, aktiv, wer ist Bandera? Verschiedene lokale Milizen verbünden sich mit Igor Strilkov. Er wird ihr Anführer. Eroberung von Slawiansk wurde zum Auslöser des Krieges in Donbass. Die Ukraine startet daraufhin eine Antiterrororganisation, ATO. Oft wird ihnen ein Zitat vorgeworfen. Den Abzug des Krieges habe eigentlich ich abgedrückt. Wären wir nicht über die Grenze gegangen, hätte es wie in Charkow oder in Odessa ausgegangen. Es gäbe ein paar Dutzend Tote, Verhaftete. Damit wäre der Konflikt zu Ende. Das sind meine Worte. Ich sagte sie zu Prochanow bereits 2014. Ja, das stimmt.
Doch auch danach sind die Lokalen nicht zu übereifrig in Strelkovs Gruppe eingetreten, um gegen Ukraine zu kämpfen. Und in dem ganzen Bezirk habe ich keine 1000 Mann gekriegt, die dazu bereit waren, Waffen einzusetzen und sein Leben zu riskieren, an vorderster Front, wo jeden Tag geschossen wird. Die Gewalt eskalierte und Kiew setzte Truppen gegen Strelkovs Gruppen ein. Es begann Beschuss und oft traf es die Zivilisten. Die Nationalgarde sagt, sie schießt nicht. Die Milizen sagen, sie schießen nicht. Wer schießt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Alles zerstört in der Wohnung, Sie sehen selbst. Sie haben die Rekrutierungsstelle anvisiert, da drüben ist sie. Auf die Rekrutierungsstelle haben sie geschossen und sie haben uns getroffen. Im Gebiet treffen nationalistische freiwillige Verbände der Ukraine ein, die oft in der Zukunft der Kriegsverbrechen beschuldigt werden gegen Zivilisten. So die Hände, so die Füße und so wurde er vergewaltigt. In Slawiansk wurden die Menschen massenweise in Kellern eingesperrt und eigene Gesetze durch die bewaffneten Gruppen festgelegt. So wurden diese sogenannten Volksrepubliken geboren. Jede Gruppe der Menschen mit Waffen konnte sich selbst zur Regierung ernennen. Fast sofort begann der Widerstand dieser separaten bewaffneten Gruppen gegeneinander. Kommandatur der Luganska Volksrepublik versucht hier für Ordnung zu sorgen. Alle verhaften unten in den Keller. Vorwärts. Der Höhepunkt war die Konfrontation der Donetsker Volksmilizen gegen die Kosaken. Die Stadt Krasny Luch wurde durch Ukraine eingenommen. Die Kosaken sind wie immer geflohen. Nur eine kleine Abteilung blieb zurück. Es passierte das, was ich schon immer vorhergesagt habe. Die Donetsko-Gorlovska-Gruppe unserer Streitkräfte wurde komplett eingekesselt. Die Stadt war komplett im Verantwortungsbereich der Luganska-Kosaken-Gruppe unter der Führung des Ataman Kosizin. Und die denken, dass sie nicht sterben dürfen, da sie ihren Stammbaum fortsetzen müssen. Zu weiteren Heldentaten dieser Gruppe gehört die Aufgabe der Stadt Krasny Liman an einem Tag, kampflose Aufgabe der Stadt Popasnaya, Aufgabe von Debaltsevo, kampflose Aufgabe von Faschewka. Wir werden auf ihre weiteren Errungenschaften warten. Hurra! Dafür strebten die Kosaken immer mehr Macht an. Ich gehe davon aus, dass in der Vergangenheit waren die Gebiete bis zum Charkow, also Donetsk und Lugansk, gehörten sie zum Donetsk-Heer, also gehörten den Kosaken. Wir wollten, dass die Menschen ein besseres Leben haben. Aus 10 humanitären Konvois, Hilfskonvois, kam bis zum Volk nur einer an. Der Rest wurde verkauft. Ich erzähl mal, wie diese Wahlen vonstatten gingen. Hört auf zu lügen, dass wir für Freiheit standen. Wir sind ein freies Volk. Herr Plotnitsky in Bryansk sagte aus, dass die Kosaken Gesetzlose sind. Sie haben Sozialkarten eingeführt. Wer nicht zu den Wahlen kommt, der kriegt keine Rente. Eine solche Erpressung gab es nirgendwo auf der Welt. Jeden Tag stellen sie alles, was möglich ist. Ihre nächsten Offiziere nehmen sich Häuser und Wohnungen weg von den Menschen und wohnen da drin. Einfach, weil sie es können. Nach dem Ende der aktiven Kampfphase gegen die ukrainischen Truppen begann die Abrechnung mit allen potenziellen Verrätern. Auf der Straße Pervomaisk-Stachanow wurde ein Auto gesprengt, in dem sich ein bekannter Anführer einer Milizengruppe befand, Pavel Drömow, der Leiter des Kosakenregiments von Platow. Wir beginnen die Ausgabe mit Bildern aus Donetsk. Es gab eine Tragödie. Zur höchsten Verkehrszeit wurde eine Bushaltestelle mit einem Granatwerfer beschossen. 15 Menschen wurden getötet, 22 wurden verwundet. Der damalige Chef der Donetsker Republik, Alexander Sacharchenko, sagte, dass nach diesem Ereignis sie keine Ukrainer mehr gefangen nehmen werden. Das Problem war nur, dass die Bushaltestelle außerhalb der Reichweite der ukrainischen Granatwerfer lag. Daher hat man erst behauptet, es waren ukrainische Diversanten, die auf Donetsker Gebiet vorgedrungen sind. Aber diese Version war nicht haltbar. Daher hat man später behauptet, es war die ukrainische Weitschussartillerie mit Pion-Selbstfallerfäden. Doch diese Variante ist kaum glaubwürdig. Die Pion ist eine sehr leistungsfähige Selbstfallerfäde, entwickelt in der Sowjetunion. Kaliber ist 203 mm und ihr seht hier so ein Einschussloch von so einem Pion. 203 mm Kaliber. Da passt ein Mensch da locker komplett rein. Und jetzt vergleichen Sie dieses Loch mit dieser angekratzten Straße in Donetsk, bei der Bushaltestelle. Also das muss ein Granatwerfer sein.
Ein anderer Soldat der Donetsker Truppen, Denis Lotov, erzählte auch etwas Ähnliches. Das war eine Mine von einem Granatwerfer. Man erzählte im Fernsehen, dass es ein versteckter Granatwerfer der Ukraine war, der in einem Müllwagen versteckt war und umeinander fährt und die Donetsker Straßen beschießt. Es war ein Konflikt zwischen den Kosaken und der Truppe Oplot und sie haben irgendwas unter sich aufgeteilt. Die Kosaken kamen und schossen mit Granatwerfer auf die Basis der Oplot-Truppen, die sich da in der Nähe befand, und haben daneben geschossen und trafen diese Bushaltestelle. Aber um das nicht zugeben zu müssen, haben sie das dargestellt, als wäre das ein Angriff der ukrainischen Truppen. Und dann haben die das umso mehr in den Medien aufgeblasen und zu einer Tragödie dargestellt, zu einem Verbrechen der Ukrainer wieder mal. Unter anderem versteht man jetzt, warum die Donetsker Regierung dann so hart die Kosaken bekämpft hat, unter Anwendung von Foltermethoden und so weiter. Aber die Leidtragenden waren natürlich die Zivilisten, aber auch nicht nur die. Batman ist in Wirklichkeit Alexander Bednov. Wir mussten auch Polizeifunktionen übernehmen, da die örtliche Polizeiorganisation noch nicht geregelt ist und noch nicht in Kraft ist. Und praktisch alle Polizisten hier in Donetsk sind übergelaufen zu den ukrainischen Truppen. Der Mann war sehr populär in der Republik und auch unter seinen Untergebenen. Den Batman kannte ich persönlich und ich, wenn ich mich an ihn erinnere, dann muss ich immer weinen. Es war ein super netter Mensch und es war ein Anführer. Die Menschen liebten ihn, alle folgten ihm, er konnte Massen anführen. Er war ein Beispiel für die Kinder, für die zukünftige Generation. Er wollte in die Politik und die Regierung der Donetsker Republik wollte das nicht. Wir sind hier, um festzustellen, warum man unsere Parteien nicht registrieren will zu den Wahlen. Sie haben das Feuer einfach eröffnet und drei Menschen verwundet. Doch dann wurde das Geheimnis des Kommandeurs gelüftet. Das Militärgericht von Luganska Republik hat eine Verbrecherbande verurteilt. Die Bande trug den Namen Batman. Von April 2014 bis Januar 2015 der Bande wurden über 30 schwere Verbrechen vorgeworfen. Die Verbrecher bekamen 12 bis 13 Jahre Freiheitsstrafe mit der Konfiszierung des Eigentums. Batman selbst hat man nicht mehr verurteilt. Er wurde einfach in seinem eigenen Auto verbrannt. Ich kann es Ihnen sagen, es war der Auftrag für die Wagner-Gruppe. Es war Ihr Auftrag. Aber wir gehen erstmal zurück zu Frühling 2014. Die Donetsker Republik wurde gegründet. Republik steht übrigens für Wahlen. Es bedeutet Demokratie und politische Diskussion. Die Donetsker Volksrepublik wurde gebildet durch die gewaltsame Einnahme von mehreren Verwaltungsgebäuden und der Ernennung von irgendwelchen Menschen, die niemand kannte, zu Abgeordneten des Volkes von Donbass. Zur gleichen Zeit gab es in Donetsk auch die ukrainische Regierung. Der Kiewer Gouverneur saß eine halbe Stunde Fußweg weg von dem Donetsker Republikparlament. Ich war vor 2 Stunden auf einer Sitzung. Und sie haben dort eine Regierung gebildet. Sie baten um die internationale Anerkennung für ihre Donetsker Volksrepublik. Sie haben gar keine Vollmachten, um das zu tun. Von wem aus hatten sie die Vollmachten? Von sich selbst, vom Volk, sagten sie. Mit Volk meinten sie die 50 Mann, die dabei waren, ne? Im Donetsker Gebiet leben 4.350.000 Menschen. Dieses Volk hat sie nicht mit Vollmachten ausgestattet. Aus gesetzlicher Sicht sind es Verbrecher und keine Volksvertreter. Auch die Umfragen zeigten, dass die meisten Bürger der Donetsker Gebiete gegen die Angliederung an Russland sind. Aber wen interessiert schon die Meinung der Menschen, wenn das Leben nur eine Kugel wert ist? Am 9. Mai haben bewaffnete russische Gruppen, die unter der Deckung der Demonstrationen zum 9. Mai versucht, das Polizeigebäude einzunehmen. Ein Teil der Polizisten gehen auf ihre Seite über. Der andere Teil verschanzt sich im Gebäude und ruft nach Verstärkung. Doch die Hilfe kommt von der ukrainischen Armee. Die Teilnehmer der 9. Mai-Demonstration denken, dass die Armee gegen sie gerichtet ist. Die Bürger richten sich gegen die Streitkräfte auf. Hurra, wir haben ihn getroffen, hurra!
Doch die Protestierenden vermischen sich mit den bewaffneten prorussischen Gruppen und die ukrainischen Truppen müssen das Feuer der bewaffneten Aktivisten erwidern und erwischen dabei auch mehrere friedliche Demonstranten. Im Endeffekt haben die ukrainischen Militärs das Polizeigebäude wieder zurückerobert und verlassen die Stadt, um weitere bewaffnete Zusammenstöße und Tote unter den Zivilisten zu vermeiden. Diese Bilder wurden damals von der russischen Propaganda dargestellt als der Sturm der Stadt durch ukrainische Truppen, um die Demonstration zum 9. Mai zu verhindern, war keine Rede von Sturm der Polizeigebäude oder von bewaffneten Aktivisten. Doch kehren wir zurück nach Mariupol 2022. Das erste, was ich von den lokalen Bewohnern wissen wollte, warum begann der Krieg? Ich will alle verschiedenen Varianten durchgehen. Im russischen Fernsehen sagte man uns, dass man euch verboten hat, Russisch zu sprechen. Sprachlich, hat man euch unterdrückt? Nein. Nein, hat man nicht verboten. Wir konnten sprechen, was wir wollten. Hat man bis zum 24. Februar die russischsprachige Bevölkerung unterdrückt? Nein, ich glaube, es gab nichts. Und wie war es mit der Sprache? Ja, in der Schule hat man verboten, in der Schule, ja. Formulare ausfüllen und schreiben musste man alles ukrainisch. Du als Bewohner von Donbass lebtest 8 Jahre lang unter ukrainischer Macht. Du redest mit mir Russisch. Hast du alle 8 Jahre Russisch gesprochen? Ja. Hast du irgendwelche Probleme gehabt? Nein, deswegen nicht. Die letzten 3-4 Jahre kam die ganze Dokumentation nur in Ukrainisch. Ja, das hat Poroschenko angefangen, den ganzen Quatsch. Also schleichend. Doch dass die ukrainische Regierung 2014 es verboten hat, Russisch zu sprechen, hat eine bestimmte Basis unter sich. 2012 hatte Präsident Janukowitsch ein Gesetz verabschiedet, das die russische Sprache zur offiziellen Gesetzessprache machte auf den Gebieten, wo über 10% der Bürger diese Sprache für ihre Muttersprache halten. 2014 wollte das Parlament das Gesetz für nichtig erklären. Doch der damalige Präsident Turchinow ließ es nicht zu, um weitere Spannungen zu vermeiden. Erst 2018 konnte das Verfassungsgesetz von Ukraine dieses Gesetz für nichtig erklären. Seitdem wurde die russische Sprache aus dem ukrainischen offiziellen Leben langsam verdrängt. In den Schulen, Massenmedien und Dienstleistungsbereich wurde nur noch ukrainisch gesprochen. Und das, obwohl in der ukrainischen Verfassung direkt die Rede davon ist, Russisch als Staatssprache zu bewahren. Doch in anderen Bereichen war die russische Sprache immer erlaubt. Die russische Propaganda nutzte diese Ereignisse, um sie als Unterdrückung der russischen Bürger in der Ukraine darzustellen. Doch es gibt noch eine offizielle Begründung für den Kriegsbeginn. Ich erlaube es mir anzumerken, dass das, was in Donbass heute geschieht, das ist Genozid. Was sagst du, von hier aus sind die Leute in die Ukraine gefahren, um Renten zu erhalten? Ja, natürlich. Es ist eigentlich gar kein Geheimnis, die Ukraine sagte schon immer, dass sie ihre Verpflichtungen zu Rentenzahlungen immer aufrechterhalten. Konnte man 2 Renten bekommen, einmal von der Ukraine und einmal von der Donetsker Republik. Und das haben viele gemacht und Ukraine bezahlte die Renten? Ja, aber das ist eigentlich kein Geheimnis, das weiß jeder. Wie, ich dachte, hier gibt's Genozid und so. Was, Ukraine zahlt die Rente? Ja, bis jetzt sogar noch. Außerdem, all diese 8 Jahre wurde Donbass ausgerechnet aus der Ukraine mit Trinkwasser versorgt. Insgesamt in der Stadt war die Wasserversorgung gut. Manche Viertel hatten ständig Wasser, manche Viertel hatten nur früh und abends, aber es gab keine besonderen Probleme mit Wasserversorgung bisher. Dann entschied Präsident Putin, Schluss mit diesem Genozid zu machen. Mit dem Ende des Genozids kam auch das Ende des Trinkwassers. Was das Trinkwasser anbelangt, es gibt fast gar nichts. Manchmal, an manchen Tagen kommt es Wasser in der Wohnung, aber meist nicht. Ich muss das Wasser bringen. In unserer Familie kann nur ich das Wasser tragen und deswegen muss ich sehr oft rennen. Ich war tatsächlich immer ein Anhänger von Putin. Ich war immer an seiner Seite und ich habe mich gefreut am 24. Februar mit meiner Familie, mit meinem Großvater und Großmutter. Doch danach wurde es immer schlimmer. Immer öfter kamen Granaten angeflogen, dann wurde das Wasser abgestellt. Ich wurde komplett enttäuscht. Ich habe früher alle Präsidenten der Ukraine gehasst. Okay, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt den Putin hasse, aber ich habe keinen Grund, um ihn zu lieben. Hast du davor gespürt, dass du im Kriegsgebiet wohnst? Ehrlich gesagt, ich habe bisher überhaupt nichts gespürt. Es war ab und zu mal in einer Ferne so ein lauter Knall zu hören.
Mit dem, was jetzt abgeht, ist es überhaupt nicht vergleichbar. So, 6 Jahre. Bis 22. Hat dich der Krieg berührt? Hast du irgendwelche Beschüsse gehört? Hast du darunter gelitten? Der Staat ging langsam zu friedlichen Leben über. Ich habe nicht unter dem Krieg gelitten. Aber Leute, die sich an der Frontlinie befanden, ich habe davon gehört, dass die beschossen wurden. Auch die Bewohner, die irgendwo an der Frontlinie lebten oder auch auf der ukrainischen Seite, da flogen die Granaten rüber und zu uns und zu ihnen auch. Ist nach 24. Februar 2022 ist dein Leben schwieriger geworden? Die Preise wachsen, der Strom- und Wasserversorgung schwanken, werden schlechter nach dem 24. Februar. Sogar die Mobilisierung wirkt sich aus, das ist schwierig. Hast du bisher den Krieg gespürt, 2016, 17, 18? Nein. Und das war wirklich so, all diese Jahre. Wir hatten ja keinen Krieg. Also 21 hattest du keinen Krieg hier. Nein, wir spürten nur den Preiswachstum. Auf der Suche nach Gründen, warum die russische Regierung das Geschehen in Donbass für einen Genozid hält, habe ich ein Dokument gefunden. Bericht der Donetsker Republik über die Zahl der gestorbenen Bewohner der Republik infolge der Kampfhandlungen. 2014 waren es 2546 Menschen. 2015 waren es 1395 Menschen. 2016 waren es 348. 2017 278. 2018 154 Menschen. 2019 160 Menschen, 2020 44 Menschen, 2021 77 Menschen und davon 7 Zivilisten. Von allen Verlusten waren ungefähr 10% Zivilisten, der Rest Soldaten. Mit Beginn des russischen Überfalls auf Ukraine stieg die Zahl der Zivilistenopfer auf Tausende. Das gab es noch nicht einmal 2014. Doch außer von Genozid gab es noch einen Grund für den Krieg. Denazifizierung, Denazifizierung. Was denkst du, gibt es Nationalsozialismus in der Ukraine heute, in der Regierung? In der Regierung nein. Es ist unter den Bewohnern, wie auch in Russland. Es sind bestimmte Fanatiker, die denken, es ist cool, ein Nazi zu sein. Ja, in der Ukraine gibt es verschiedene Erscheinungen von Nationalsozialismus. Es werden manche Nationalsozialisten heroisiert. In den freiwilligen Bataillons gibt es viele Menschen mit einem Hakenkreuz am Körper. Und manche Bürger schrien sogar ihrer Zeit. Russen auf Messer! Russen auf die Messer! Doch im ukrainischen Parlament erlitten die Nazis eine erschütternde Niederlage. Sie verloren alle Wahlen. Es gab nicht einen Abgeordneten der Nationalisten im Parlament zum Beginn des Krieges. Der sogenannte russische Marsch war in der Russischen Föderation lange Zeit die zahlreichste Bewegung der Bürger. Ab 2011 traten die Liberalen an Platz 1. Doch der russische Marsch sammelte jährlich Zehntausende von Menschen an. Das lief in 2014 in Moskau ab, ein Jahr nach dem Beginn des Euromaidans in Kiew. Wer nicht springt, ist ein schwarzer Affe. Ehre an Russland! Ehre an Neurussland! Rasse, Nation, Sozialismus! Doch manche Rufe störten auch die russische Regierung. Wir müssen Maidan in Russland machen. Ukraine sollte uns ein Beispiel sein. Ein weiteres Mal wollen uns die Zionisten in einen Brüderkrieg stürzen. In der Ukraine, Kolomoyski. Bei uns, Deripaski, Wechselberge, Rottenberge. Sie haben das ganze Eigentum erobert und jetzt, um das Volk abzulenken, wollen sie einen Brüderkrieg veranstalten mit der Ukraine. Wir sind gegen den Krieg. Tod den Missgeburten, Ehre an Russland. Ehre an Russland, den Helden Ehre. Es begannen die Säuberungen auch bei den russischen Nationalisten. Manche wurden in den Knast geschickt, andere in die Kampfgebiete nach Donbass. Die meisten wurden jedoch eingeschüchtert und äußern sich nicht mehr öffentlich. Jedoch kamen immer noch Tausende jährlich zu dem russischen Marsch. Die Fremdenfeindlichkeit in der russischen Gesellschaft erlebte ihren Höhepunkt in den 2000er Jahren. Manche Politiker machten damals erfolgreich ihre Karriere damit.
Wieder Zugereiste. Heb auf und räum deinen Müll weg. Verstehst du russische Sprache? Mit Müll sind in dieser Werbung nationale Minderheiten gemeint. Und unser Hauptakteur hier in diesem Clip ist der Rogozin, der damalige Vorsitzende der Partei Rodina, Vaterland. Die Abgeordneten dieser Partei hatten 36 Sitze im Parlament, was nicht wenig war. Die Abgeordneten dieser Partei zeichneten sich durch sehr interessante Gesetzesentwürfe aus. Zum Beispiel in einem offenen Brief an den Generalstaatsanwalt wird verlangt, alle jüdischen nationalen und Religionsvereinigungen als extremistischen verbieten zu lassen, da sie die jüdische Religion für antichristlich und menschenfeindlich halten. Andrei entdeckte diese Partei für sich. Man sieht, dass es eine willensstarke Person ist. Es ist nicht irgend so eine. Schauen Sie dieses Kinn an. Das ist einfach ein neuer Führer. Der Führer war wirklich eine herausragende Person. Ständiger Vertreter der Russischen Föderation bei NATO, stellvertretender Vorsitzender der russischen Regierung, Generaldirektor des russischen Weltraumunternehmens Roskosmos. Rogozin hatte diesen Posten inne, als die Denazifizierung der Ukraine begann. Im Moment leitet er eine Gruppe von Militärspezialisten im Kriegsgebiet. Ehre an Russland! Gesundheit wünsche ich Ihnen, meine russischen Zuhörer des Internets. Ich spiele jetzt mein Lied »Juden sind Klone von Echsen«. Das ist Vera Lesina, ein Videoblogger, das die Donetsker Republik seit 2014 aktiv unterstützt. Sie haben hunderte Krankheiten, psychische, vererbbare, genetische, ansteckende. Man könnte ja sagen, es ist nur eine Verrückte. Jedoch trifft man sehr oft bei den Donetsk-Kämpfern Antisemitismus. Erzählen Sie mir bitte, ich möchte Ihre Reaktion sehen, wenn ich den Namen Poroschenko rufe. Was sagen Sie dann als erstes? Schwuchtel! Das sind Arschgänger! Juden! Der Hitler hätte mehr töten sollen! Wir feiern nicht zusammen, sondern schießen auf gegeneinander, weil unsere Regierung keine christliche Regierung. Sie machen das, was ihre Religion von ihnen fordert. Also christliche Menschen töten. Hier aus Slawiansk bekämpfen wir mit unseren Informationsmitteln zionistische Medien. In der Stadt Slawiansk wurde das ukrainische Fernsehen gestoppt und stattdessen gingen eigene Sendungen wie die des heidentümlichen Priesters Mirogors raus. Hier haben wir unseren altbekannten Pavel Gubarev, der erste, angeblich vom Volk gewählter Gouverneur von Donbass. Hier ist er bei der Lektion eines Neonazis Alexander Barkaschow. Ehre an Russland! Der Gubarev selbst beschreibt das in seinem Buch wie folgt. Diese Bekanntschaften werden sie mir natürlich in der Ukraine vorhalten. Wie immer wird es heißen, ja, der Gubarev war schon immer ein russischer Faschist. Form des russischen nationalen Staates sollte Imperium sein, ein Reich. Und es ist zur gleichen Zeit eine Zivilisation, weil die Russen ein Volk ist, das eine besondere Mission trägt. Wir halten das Böse dieser Welt auf. Von der Kraft und Gesundheit Großrusslands hängt das Schicksal dieser Welt ab. Wir Russen vereinen um uns herum andere Völker. Russland wird immer ein Imperium, eine besondere Zivilisation und ein Wächter der Weltordnung sein. Naja, Sie wissen, was passiert, wenn man Nationalismus und Sozialismus vereint? Was bekommt man dann? Natürlich einen Volksgouverneur von Donbass. Die Russen kommen ohne Angst von Kugeln oder Wunden. Die Russen kommen und rufen zu allen Slawen auf. Ich hau da gern dagegen. Das ist gut für Training. Wenn ich solche Symbole sehe, dann habe ich einen Geistesanstieg. Ich stelle mir vor, das wäre das Gesicht von Kolomoyski. Ja, die goldenen Zeiten der russischen Nationalisten sind vorbei.
Aber die alltägliche Fremdenfeindlichkeit ist da, immer noch. 2020 wurde durch das Levada-Zentrum eine Umfrage durchgeführt, um die Toleranz der Russen gegenüber anderen Nationen festzustellen. 22% dulden keine Chinesen, 28% keine Afrikaner, 26% keine Zentralasiaten, 19% keine Ukrainer, 26% keine Tschetschenen, 44% keine Zigeuner. Vielleicht sollte der Putin eine Denazifizierung erst im eigenen Lande durchführen, oder ist das etwas anderes? Ich denke, dass jeder Mann Respekt verdient, der mit seinen Aktionen, wenn er fremde Kinder beschützt, die für uns alle gleich sind, die die weiße Haut haben und wenn sie auf unserem Slawenland geboren wurden. Gestatten, Alexei Miltschakow. Bald wird er diesen Hund hier töten und das Ganze auf Video aufzeichnen. Und dann fährt er in die Ukraine, um für die Luganska Volksrepublik zu kämpfen. Im Bestand der Kampfgruppe Batman. Wer bin ich? Hey, Trainer. Wer bist du? Ich bin Batman. Auf die Bank. Verstehst du, Batman? Nee, ist klar. Die Ansichten von Miltschakow sind sehr spezifisch. Ich bin ein Nazi. Ich will mich nicht vertiefen. Nationalist oder Patriot, imperialistische Richtung. Ich bin ein Nazi, das sage ich direkt. Ich mache auch den Nazi-Gruß. Wundert es noch einen, dass Miltschakow ukrainische Gefangenen hinrichtete, ihnen Körperteile abschnitt und hatte noch viele andere interessante Sachen gemacht, damals auf dem Ukraine-Territorium? Momentan kommandiert Miltschakow eine ganze Einheit im Kriegsgebiet. Sie haben eine Methode erstellt, wie man richtig ukrainische Kriegsgefangene tötet. Sabotage Sturmaufklärungsgruppe Russitsch. Instruktionen zur Beseitigung der Kriegsgefangenen der ukrainischen Truppen. Nach Möglichkeit dem Kommando nichts über die genommenen Gefangenen berichten. Wenn jedoch berichtet wurde, dann sagen sie, dass die Gefangenen schwer verwundet sind und jederzeit sterben können. Finger abhacken, Ohr abschneiden, Schläge im Genitalbereich oder auf Gelenke, Nägel unter die Fingernägel reinstecken. Wichtig ist, dass er dabei bei Bewusstsein bleibt und auf die Fragen antworten kann. Zweite Möglichkeit ist es, die Gefangenen zu verwunden im Bereich Leber und Genitalien, damit er nicht mehr überlebt. Habt keine Angst davor, die Gefangenen zu töten. Bestraft wird es überhaupt nicht. Die Kämpfer dieser Einheit posten Videos, wie sie ukrainische Kriegsgefangene kastrieren und gratulieren Adolf Hitler zum Geburtstag in ihren Telegram-Posts. Und was 88 bedeutet, das wissen in Deutschland wohl alle. Wir denken, dass die gesamte Bevölkerung der Ukraine, die nicht weiße Hautfarbe hat, vernichtet werden muss. Die Frauen ab einem Alter von 10 Jahren, die Männer ab 5 Jahren, müssen physisch vernichtet werden. Ein Teil durch wissenschaftliche Experimente. Die Jungs müssen als Janitscharen erzogen und ausgebildet werden, um russischen Militärdienst leisten zu können. Die Mädchen bekommen einen Kurs der Ehefrauen verpasst und bekommen einen Pass der Nichtbürger von Russischer Föderation. Sie werden keine normalen Bürgerrechte haben, außer dass man sie nicht töten, verkaufen oder foltern kann, nur ihre Kinder werden Bürgerrechte haben. Jeder russische Soldat bekommt 2 bis 3 von diesen Frauen. Die schwarzen Weiber, die können wir den nicht-russischen Soldaten geben, aber für Russland gekämpft haben. Aber macht euch keine Sorgen, die russischen Kriegsberichterstatter sind schon dabei, ein gutes Image für die Russitsch-Einheit aufzubauen. Natürlich gibt es Nazis auch in der Ukraine, hier ist einer davon. Donbass braucht keine Dekommunisierung, sondern eine Ukrainisierung, auch wenn es mit Gewalt passiert. Nach dem Angriff der Russen lief er aber auf die russische Seite über, weil er sich mit dem Zelensky verspielt hat, mit dem Präsidenten der Ukraine. Und jetzt tritt er als regulärer Gast im russischen Fernsehen auf. Ein weiterer Verband mit einem hohen Nationalistenanteil ist Azov. Dieser Verband verteidigte Mariupol und ging fast im kompletten Bestand in Gefangenschaft. Die Regierung der Donetsker Republik bereitete einen Schauprozess für die Neonazis vor. Doch bald wurde der ganze Bestand nach Türkei gebracht, um ihn dort gegen einen Freund von Wladimir Putin umzutauschen. Wie man sieht, läuft die Denazifizierung in vollen Zügen. Wenn ihr nicht wollt, dass wir sie umerziehen, dann werden wir euch töten. Wir töten so viele wie nötig, 1 Million oder 5. Oder euch alle. Wir töten so lange, bis ihr versteht, dass ihr verrückt seid und behandelt werden müsst. Ich bin ein Befürworter der reproduktiven Lage für ukrainische Frauen. Das ist nicht meine Idee, die stammt von Miltschakow, aber die ist gut. Ukrainische Kinder haben mir erzählt, dass die Ukraine heute durch die Russen besetzt wird. Ertränkt diese Kinder einfach. Einfach ertränken. Oder gleich in so ein Haus aus Kuhfläden diese Kinder reinstopfen und alle miteinander verbrennen.
Da ich der Jüngste bin, muss ich den Müll rausbringen. Und hier ist sowas. Starke Zerstörungen überall. Persönliche Sachen. Natürlich werden wertvolle Dinge gleich mitgenommen. Die Bevölkerung ist sehr arm. Sobald die Möglichkeit gibt, wird gleich alles mitgenommen. Auszeichnung für kommunistische Arbeit. Eine ID voll in Dreck. Kassenko, Jana Michailovna. Wohnte hier irgendwo und hat gut gearbeitet. Und dann kam die Denazifizierung. In diesem Haus hätte ich wohnen müssen, die nächste Woche. Unsere Gastgeberin hat ihre Auszeichnungen präsentiert. Die bekam sie in der Ukraine für vorbildliche Pflege des Hauses. Frauen in den Nachbarhäusern wurden für solche Auszeichnungen zusammengeschlagen. Wir wurden losgeschickt, um Wasser zu holen. Wasser aus den Wasserrohren soll man nicht trinken. Die Bürger sagen, dass das Grundwasser wegen der Leichen verseucht wurde. Da unsere elektrischen Heizer, die wir verteilen sollten, zu spät kamen, hatte ich die Möglichkeit, ein bisschen in der Stadt rumzulaufen und mit den Lokalen zu reden. Das ist nicht irgendeine Spezialoperation, wie das der Putin sagt. Das ist ein richtiger Krieg hier, zwischen zwei Brüdervölkern. Als ich kam, war hier alles aufgebrochen. Wie können Sie sich das erklären? Wer ist schuld, warum das Ganze angefangen hat? Ich weiß es gar nicht mehr. Warum kann der Zelensky mit dem Putin nicht verhandeln und das Ganze beenden, dieses Gemetzel zu Ende bringen? Haben bei Ihnen die Donetsker Kämpfer die Tür aufgebrochen? Ja, sie haben mich aus der Stadt gebracht. Ich saß 5 Stunden dort mit verbundenen Augen. Sie haben mir einen Lötkolben an den Bauch gehalten. Sie wollten wissen, ob der Mann meiner Freundin bei Azov ist oder einfach ukrainischer Soldat. Da, Fenster. Schau, wie wir leben. Das Fenster. Komplett. Filme das. Zweites Zimmer. Schau rein. Wie auf der Straße hier. Schau hier. Warte, ich erzähle alles. Ich liege, lese ein Buch. Auf einmal reißen sie mir das Schloss auf. Ich mache auf, stehen 3 Mann, russische Soldaten. Was sagen die? Was machst du hier? Ich sage, ich lebe hier eigentlich. Ihr zerstört das Haus und ich lebe hier. Verstehst du? Aber sie waren voll in Ordnung. Am nächsten Tag brachten sie Essen, Trinken, Fleisch, Dosenfleisch. Voll menschlich. Das sind Russen, das sind russische Soldaten. Und Ukrainer sind Schluchteln. Und Ukrainer, die kamen gar nicht her. Die kamen überhaupt, die haben nur alles zerstört. Und verstehst? Kommen die Russen, bringen Haufen Essen, Mehl für alle Menschen. Nudeln haben sie gebracht. Das sind Russen, das sind Z. Kennst du Z? Verstehst du, was ich meine? Z. Ich weiß nicht, Z. Ich kenne den Z. Aber ich kenne die Russen. Ich kenne keinen Z, aber ich kenne Russen. Richte doch die Kamera auf ihn. Russen sind geil. Ukrainer sind auch geil. Nur die Ukrainer. Und nicht dieser Zelensky, dieser Abschaumviech. Mit diesem amerikanischen Schnittel. Wir gingen raus und sahen noch einen, der vom Krieg gelitten hat. Es war Anfang März. Ich fuhr mit dem Fahrrad auf der Bachmuter Straße. Es war so. Ich blieb stehen, kurz eine rauchen, sowas. Auf einmal schlug es ins Haus ein. Splitter überall. Ich wurde von der Schockwelle getroffen. Ich konnte in Deckung gehen. Denken Sie, das war der Ukrainer? Niemand weiß es. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Man sagt, dass vor dem Krieg die Bevölkerung ungefähr gleich aufgeteilt war, pro-russisch und pro-ukrainisch ungefähr 50 zu 50. Ja, so war es. Mariupol war eine spezifische Donbass-Stadt.
Präsident Wladimir Selenskyj besuchte heute zum ersten Mal seit seines Amtsantritts die Donetsker Gebiete. Er kam nach Mariupol, wo er 90% der Stimmen der Bewohner bekam. An dem Tag wurde die Befreiung der Stadt von der Donetsker Republik gefeiert. Ich grüße euch, es ist ein großer Feiertag, 5 Jahre seit der Befreiung von den Separatisten und von den Terroristen. Ihr seid frei, ihr seid die echten Ukrainer. Danke euch, dass ihr Mariupol erhalten habt. Mariupol ist für immer Ukraine. Am 22. Februar 2022 versammelten sich die Mariupol-Bewohner zu einer Demonstration, um zu zeigen, dass man sie nicht befreien muss. Seit 2014 wurde Donetsk, das einst die reichste Stadt der Ukraine war, immer ärmer. Es ging ihm immer schlechter. Mariupol wurde immer schöner, immer reicher. Und das gab Vorwand für eine Feindschaft zwischen den zwei Städten. In Donetsk hasst man uns. Sie können uns nicht leiden in Donetsk. Und wieso hassen die euch in Donetsk? Weil man sie 8 Jahre beschossen hat und uns nur 2,5 Monate. Diese Neubauten, die die Russen jetzt machen, das bringt die Leute nicht zurück. Das kann man nicht wieder gut machen. Verstehst du? Ich mache beide Seiten schuldig für das, was passiert ist. Nicht wie die Leute schreien, das ist Ukraine, das sind Russen. Beide Seiten sind schuld. Ihr seid einfach Missgeburten, die oberen Politiker. Wir sind die Bauern, die leiden. Unwichtig, welche Flagge da oben schwingt. Wichtig ist, dass Frieden ist. So leben diese Menschen in einem Haus, auf einem Stockwerk. Lebt einer, der ist für Ukraine, der andere auf dem anderen Stockwerk ist für Russland und im Hof sitzt ein Mann, der bei dem Krieg seine Beine verlor und unterstützt keine der beiden Seiten. Mein Mitfahrer hat erzählt, dass er in die Donetsker Republik mobilisiert wurde. Er hatte aber keine besondere Lust, in der Operation teilzunehmen. Und dann muss ich anmerken, ganz am Anfang war ich für Russland. Da war ich 13 Jahre alt. Ich war für Putin und so, ja, Putin. Dann habe ich ganz langsam meine Ansichten gewechselt. Ich habe mehr Informationen gewonnen, da verstand ich, es ist nicht alles so einfach. 19, 20, 21 habe ich langsam verstanden, dass es Donbass nicht einfach auf eigene Initiative entstanden ist. Und wie man es dreht, war Russland 2014 der Aggressor. Wo kamen sonst die Panzer her? Und als ich im Krankenhaus lag, wurde von uns aus neben dem Krankenhaus Artillerie positioniert und hat geschossen. Und also sehr nah beim Krankenhaus stand die Artillerie und schoss Richtung ukrainische Truppen, 100 Meter gefühlt von dem Krankenhaus. Ich habe mich richtig stark aufgeregt. Es gibt eine riesige Fläche in dem Land und hier sind in dem psychiatrischen Krankenhaus andere Soldaten, eure Kameraden, die Hilfe brauchen, die Hilfe benötigen. Und ihr macht sowas. Also Raketenwerfer, Grad-Systeme feuerten ganz nah neben unserem Krankenhaus. Hast du irgendwelche Bekannten bei den Donetsker Truppen, die dich unterstützen? Ja, ich habe. Das sind also Donetsker Soldaten, die sind an der Front. Und sie unterstützen die ukrainische Position, so wie ich. Warum kämpfen sie dann? Weil es so gekommen ist. Sie wurden mobilisiert. Und warum können sie sich nicht ergeben oder so? Nein, ergeben können sie sich nicht. Warum nicht? Weil davor gleich eine Kriminalakte droht und eine Hinrichtung. Studenten sind Kinder, die haben noch keine Militärausbildung, die können noch gar nichts. Was können die da machen? Dann wurden noch ungeeignete Menschen mobilisiert. Nicht nur Waffe halten, sondern überhaupt. Die haben ganz viele Probleme. Zum Beispiel am 18. Februar wurde ein Bekannter von mir mobilisiert. Er hat Sehstärke minus 17. Er hat eine Wirbelsäulenverkrümmung und Plattfuß. Er wurde als Scharfschütze mobilisiert.
Und sie haben ihm gesagt, du brauchst keine Brille, weil du hast ja ein Visier, haben sie ihm gesagt. Und dann haben wir keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Wir haben angefragt, dann haben die uns gesagt, ihr sollt ihn selber suchen. Und zu dem Zeitpunkt war er aber bereits seit 2 Monaten in ihrem Leichenhaus. Oh fuck, das tut weh! Unser Verteidiger! Schäm dich! Sie haben ihn direkt neben dem Haus gepackt. Sie nehmen, wenn sie wollen, mit. Das ist ihre Arbeit, sagen sie. Die Mobilisierung war eine Tragödie. Die Leute wurden auf der Straße mitgenommen, aufgegabelt. Und kurz darauf waren sie an der Front. Ja, einfach auf der Straße die Leute mitgenommen. Die meisten Einberufenen in der Donetsker Republik hatten keine Militärgrundausbildung und keine Erfahrung in Militärhandlungen. Wir sind vom 107. Schützenregiment, 4. Bataillon, 3., die 2. und die 4. Kompanie, 204 Mann. Wir weigern uns, in die Luganske Republik zu fahren, eine ganz andere Republik. Über 90% hier hatten überhaupt keine Ausbildung und keine Kampferfahrung. Sie sahen hier zum ersten Mal eine Kalaschnikow, aber wir wurden direkt an die vorderste Front geschickt. Unsere Wiedervereinigung gab uns Hoffnung darauf, dass es ein Gesetz gibt auf der Welt. Jedoch, bereits einen Monat lang sind unsere Studenten, die mobilisiert wurden, immer noch an der Front. Die wurden immer noch nicht in die Schulen zurückgekehrt. Die Mobilisierung kam so weit, dass in den Unternehmen keine Männer übrig blieben. Und bei den ersten Mobilisierten, die gefangen genommen wurden, wurde klar, dass die Versorgung der Truppen unter aller Sau ist. Ich habe das nie unterstützt, die Offensive auf Ukraine. Ich habe das nie so gewollt. Ich ging selber hin, ehrlich. Ich habe mich nie versteckt, aber ich dachte nie, dass es so kommt wird. Ich wusste nie, dass man die Menschen mit den Grad-Raketenwerfern beschießt und sie tötet alle. Ich wollte diese Menschen, die dort wohnten, nicht töten. Ich wollte, dass die Leute, die mit uns sein wollen, die sollen mit uns sein. Und die nicht wollen, die sollen halt gehen. Aber ich wollte sie nicht töten. Das ist Faschismus und nichts anderes. Es gibt keinen Krieg ohne Opfer. Auf beiden Seiten. Und in der Ukraine sagen sie, ja, da gibt es diese Schweine, diese Gewalt. Ja, ich sag, es gibt Psychopathen bei denen, aber wollt ihr sagen, dass es bei uns keine gibt? Natürlich gibt es bei uns auch Psychopathen. Wenn mir einer sagt, dass auf unserer Seite keine Psychopathen gibt, die Menschen einfach so töten, das glaube ich niemals. Das gibt sie bei uns genauso. Natürlich, mit dem Anfang der Spezialoperation schockierte uns der Umgang mit den Kriegsgefangenen. Jetzt kam eine harte Anweisung, die ganzen Kriegsgefangenen zu kastrieren, von ganz oben. Und die Russen sollen alle sterben, die Kriegsgefangenen. Sie sollen sich erinnern, Schrecken des ukrainischen Landes, wie die Deutschen sich an Stalingrad erinnern, oder? Natürlich folgten nach diesen Aussagen Widerlegungen und Entschuldigungen, aber die Gewalt stieg weiter an. Beide Seiten vernichteten die Kriegsgefangenen der anderen Seite. Dafür, das frisst du jetzt. Friss, friss, Abschaum. Warum beutelst dich? Es ist kalt. Willst du erfahren, was richtige Höhle ist? Höhle bindet ihnen die Augen zu. Ihr seid in der Höhle. So benehmen sie sich vor der eingeschalteten Kameras, offiziellen Kanäle. Schrecklich vorzustellen, was passiert, wenn die Kameras ausgeschaltet sind. Sie werden beschuldigt, Igor Bronowitzki, Rufname Kyborg, getötet zu haben. Wie können Sie das kommentieren? Es ist mir scheißegal, was man mir vorwirft. Ich habe 15 Gefangene getötet. Mir scheißegal, ohne Kommentare. Wenn ich will, dann töte ich. Wenn nicht, dann töte ich nicht. Das ist dich, Michael. Rufname Givi. Pavlov Arseni, Rufname Motorola. Ja, Kinder, wisst ihr das? Weil unsere Flugabwehr diese ukrainische Rakete abgeschossen hat, hat sich jeder aufgeregt. Ah, diese verfickten Ukrainer. Beide Seiten, als ihre Raketen zivile Objekte trafen, machten die gegnerische Flugabwehr dafür schuldig. Wir haben auf Militärobjekt gezielt und sie haben das Ding abgeschossen. Deswegen sind sie selbst verantwortlich in den Toten der Zivilisten, die unsere Rakete abgeschossen haben. Die ukrainische Flugabwehrstellung
befand sich wider allen Gesetzen der Kriegsführung und humanitären Rechts innerhalb von zivilen Wohnblöcken, und das war der Grund, dass die Rakete ein Wohnhaus traf. Der Beschuss aus den Wohnblöcken sorgte immer für die Aufregung der lokalen Bewohner. Hier wird so eine Frage den Donetsker Kosaken in der Stadt Peromaisk gestellt. Ich weiß nicht, ich will hier diesen Klugscheißer sehen. Entschuldige mich für diesen Ausdruck. Wer hat das geschrieben? Wie kann man die Kanone neben Wohnhäusern aufstellen? Hebt die Hand hoch, wer hat das geschrieben? Ich will sein Gesicht sehen. Der Mann oder die Frau, hebt die Hand oder kommt hier vor zu mir. Wenn wir die Kanone nicht aufstellen, dann werden die Ukrainer hier sein. Und wenn es so sein muss, dann werden wir die Kanonen hier so aufstellen, neben euren Wohnblöcken, um euch zu verteidigen. Und wenn jemand das Maul aufmacht, dann können wir ihn auch erschießen, damit er das Maul nicht mehr aufmacht. Und hier ist so eine Demo gegen solche Aktionen in Donetsk. Wir wenden uns an die Truppen, damit sie ihre Technik aus den Wohnblöcken entfernen, damit sie aus den Wohnblöcken nicht mehr schießen, weil unsere Häuser Schäden nehmen. Sie sollen ihre Technik entweder entfernen oder die Ukrainer wegtreiben. Wenn sie keine Kraft haben, dann sollen sie abhauen. Lasst die Leute in Ruhe. Auf dem oberen Stockwerk ist unser Granatwerfer, der gerade schießt in Richtung ukrainischer Truppen beim Flughafen. Ich sehe hier eine wunderbare Sache. Ich glaube, hier ist ein Bewohner des Hauses. Hallo! Haben Sie keine Angst, hier zu wohnen? Nein, ich habe keine Angst. Unser Granatwerfer wechselt jetzt seine Position, weil jetzt gleich eine Antwort von der ukrainischen Seite kommt. Ja, das Rohr ist noch warm. Hören Sie das Geröll? Das ist die Antwort der ukrainischen Seite. Einschläge in unser Haus und rundherum. Das ist gerade Raketenwerfer. Wie soll der Krieg ausgehen? Hast du da irgendwelche Ansichten? Ich denke, es ist mir scheißegal, wer diese Gebiete erobert. Ich will einfach nur ein gutes Leben haben. Ich will, dass der Putin und Zelensky sich an einen Verhandlungstisch setzen und einen Vertrag unterschreiben und sich festlegen mit den Territorien, wer welches Gebiet bekommt und wer welche Gesetze erfüllt. Ich denke, meine Stadt ist eine ukrainische Stadt und ich bin eine Ukrainerin. Es ist mir egal, dass es Donetsker Republik ist. Ich wurde als Ukrainerin auf die Welt geboren und ich lebte hier. Wir reden Russisch. Sprichst du immer Russisch? Ja, hier reden alle Russisch. Bis zur 6. Klasse habe ich Ukrainisch gesprochen, dann sind wir umgezogen hierher und hier wird nur alles Russisch gesprochen, russischsprachige Schule. Kann man denn als Ukrainerin Russisch sprechen? Ja, natürlich. 24. Februar, Tag des russischen Angriffs. Hast du eine Erklärung, warum das passiert ist? Ja, 2014 sollte zu irgendwas führen, oder? Richtig so? Das konnte nicht einfach so vergehen. Beide Seiten konnten es nicht einfach so gehen lassen. Und dazu kam es. Das ist die logische Erklärung. Also von beiden Seiten. Du denkst, dass beide Seiten schuld am Krieg sind? Ja, natürlich. Es kann nicht nur eine Seite am Krieg schuld sein. Was hältst du von Zelensky? Ja, ein lustiger Komiker ist das. Ich habe seine ganzen Sendungen geschaut, seine ganzen Auftritte. Hast du Debatten der Wahlen hast du gesehen? Ja, natürlich. Ich weiß genau, wie oft sie mit Herr Putin gesprochen haben. Also, dass sie uns erzählen, dass sie seit 2014 nicht in Russland waren, ist eine Lüge. Und du wärst für Zelensky, oder? Natürlich wäre ich für Zelensky. Für Poroschenko gibt es überhaupt niemanden hier in Donetsk. Ich weiß, dass es nur Ausschnitte waren in dem Video, aber dennoch, niemand wird in Donetsk für ihn auftreten. Die Rede ist über diesen Auftritt von Poroschenko. Ihr habt vielleicht den Ausschnitt gesehen. Unsere Kinder werden in Schulen und Kindergärten gehen und ihre Kinder werden in Kellern sitzen, weil sie nichts können. Und wie überall ist auch hier der Kontext wichtig. Diesen Krieg können wir nicht mit Waffen gewinnen. Jede Kugel gebärt zwei neue Feinde auf der anderen Seite. Jeder Tag des Friedens, wenn ukrainischer Staat
auf den befreiten Territorien zeigt, dass die Bürger, die vor einem Monat den Separatisten ihre Hymnen gesungen haben, heute verstehen sie, dass sie bekommen Wärme, Stromversorgung. Die haben die Möglichkeit, die Kinder endlich mal in den Kindergarten oder in die Schule zu bringen. Sie kriegen endlich mal die Rente. Sie kriegen eine Arbeitsstelle. Sie kriegen Lohn. Und auf der anderen Seite, die Frauen in Luganskar Uni zum Beispiel, vor 4 Jahren habe ich sie gesehen, die ruft mich an, was, wie geht ihr Tag? Sie sagt, sie kommt um 5 Uhr aus dem Bett, weil es die einzige Möglichkeit ist, in die Schlange anzustellen, um 2 Gefäße voll Wasser kriegen, sonst kriegt sie kein Wasser. Danach geht sie sofort Brot holen, weil bis zu 12 wird es kein Brot mehr geben. Dann kommt sie zurück und die geht nicht mehr aus dem Haus raus, weil nach 2 kommen diese raus aus den Häusern mit Waffen. Und sie können auf der Straße jeden erschießen, den sie wollen. Meine geliebten Odessa-Bewohner, das ist das, was wir mit euch zusammen bekämpft haben, dank eurer Weisheit, dank eurer pro-ukrainischen Einstellung. Unsere Seele hat sich gefreut, als wir ein Treffen mit der OSZE-Delegation hatten, als sie zurückkehrten aus Odessa. Sie zum Entschluss kamen, dass Odessa eine Stadt der Harmonie ist, eine Stadt der Ruhe. Ein größeres Kompliment an Odessa konnte man nicht machen. Ich war sehr froh, meine Odessa-Bürger, danke euch für eure Weisheit. Mit Frieden gewinnen wir alles, weil wir Arbeit haben werden und sie nicht. Wir werden Renten haben und sie nicht. Wir werden Kinder- und Rentnerbetreuung haben und sie nicht. Unsere Kinder gehen in die Schulen und Kindergärten und bei ihnen werden die Kinder in den Keller sitzen, weil sie nichts können werden. Und so gewinnen wir diesen Krieg. Und nur so, weil der Kampf findet im Kopf statt und nicht auf den Schlachtfeldern. Und das verstehen sie nicht. Ich verstehe das jetzt. Und ich habe eure Unterstützung. Und ich brauche diese unbedingt. Fühlst du dich als eine falsche Donetskerin? Ich bin gerade deswegen die richtige Donetskerin, weil ich für mein Land bin. Für Ukraine. Wie verhältst du dich zu den Leuten, die Donetsk Republik unterstützen? Ehrlich, ich respektiere mehr die Leute, die Donetsk Republik unterstützen, als Russland hier. Das sind unterschiedliche Leute, meinst du? Ja, natürlich sind du. Weil wir haben pro-ukrainische, wir haben pro-russische und wir haben Leute, die pro-Donbass sind. Und es gibt Leute, die meinen, es geht sie alles nichts an. Sie haben keine Gemeinsamkeiten. Die pro-ukrainischen Leute, die meinen, wir sind ein Land, die Donetsker Leute wollen ein getrennter Staat sein und die pro-russischen wollen für Putin sein und wollen, seien wir Russen und wir wollen, bei uns wird alles gut sein, wenn Russland kommt. Also wenn du wählen müsstest zwischen der Unabhängigkeit der Donetsker Republik und dem Anschluss an Russland, würdest du dir Unabhängigkeit vorziehen? Ja, natürlich. Alles zerschlagen, alles zerstört, Kindergarten. Mein Kind geht nicht in den Kindergarten, weil er zerstört ist. Nach den Papieren ist der Kindergarten restauriert, repariert, wiederhergestellt, steht in Dokumenten. Nachdem er zerstört wurde, ja. Wohin ist das Geld geflossen? Wo, ich weiß nicht, wo ist das Geld? Jemand schickt das Geld her, aber wir kriegen nichts davon. Wenn ich das in offen sage, dann werde ich getötet wahrscheinlich. Wir kriegen kein Kindergeld, es gibt keine Arbeit, die Preise sind riesig. Kann ich fragen, woher die humanitäre Hilfe kommt? Aus Russland bringen sie es. Sind Sie ein Donetsker Mitarbeiter? Ich bin ein freiwilliger Helfer. Wenn du die Menschen fragst,
die die humanitäre Hilfe verteilen, wo diese herkommt, sagen die meisten aus Russland oder von den Soldaten. Aber wenn sie im Lagerraum sind, dann sehen sie, dass die meiste humanitäre Hilfe internationaler Herkunft ist. Mein Freund, der diente, dann sagte er zu mir, wir wurden beschossen von der Ukraine. Und ich sage, das kann nicht sein, dass nur die schuld sind. Verstehe doch. Und er, nein, nur so. Und wir gehen 2 Monate und er sagt, ich verstand jetzt, dass nicht nur die Ukraine auf uns schießt, sondern auch unsere Truppen. Man sagt uns jetzt, wir sollen auf Donetsk schießen. Und du verstehst das nur jetzt, habe ich ihm gesagt. Du meinst, dass die Donetsker Truppen auf Donetsk geschossen haben? Ja, natürlich. Wozu? Ja, um ein schönes Bild zu produzieren für die Presse. Das ist für Nachrichten. Das ist ein gutes Bild, das man gut in Nachrichten für Propaganda nutzen kann. Und die Ukrainer schießen auch auf Donetsk? Ja, natürlich. Denkst du, dass die Ukrainer nicht treffen? Nein, die treffen, natürlich, überall. Warum machen sie das dann? Weißt du, wie mein bekannter Ukrainer sagte, was wollen wir mit den Leuten, die uns verraten haben? Ich habe noch einen Bekannten hier in der Armee, er ist aber mehr pro-russisch und er sagt, wir töten alle Nazis da drüben. Und die Kinder, sage ich ihm, sie sind auch Nazis, sagt er, weil ihre Eltern Nazis sind. Und sie denken das Gleiche von dir, dass du ein Faschist bist. Das heißt, dein Kind, das 2 Jahre alt ist, ein Faschist? Nein, sagt er, es ist was anderes. Und ich sage ihm, doch, das ist dasselbe. Die Leute verstehen einfach nicht, dass die dasselbe machen. Das ist das ganze Problem. Also für dich sind beide Seiten böse. Für mich sind beide Seiten dumm. Das, was passiert, das ist Brudermord. Es ist schwierig, diesen Worten zu glauben. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Aber solche Gerüchte habe ich schon öfter gehört. Und jetzt zufällig bekam ich dieses Bild vor die Augen zum Einschlag auf der Straße. Und schauen Sie mal, von welcher Seite der Einschlag kam. Schaut mal auf die Karte. Der Einschlag kam aus dem Osten. Das wurde auch in Telegram gepostet. Donetskaya Petrovka. Das ist eindeutig. Das Loch ist eindeutig aus dem Osten. Nicht einmal eine Javelin-Rakete kann so fliegen. Hier sind 2 Varianten. Entweder Selbstbeschuss oder ein Feldschuss von unseren schiefäugigen Artilleristen. Andere solch eindeutige Einschlagsbilder habe ich bisher nicht gefunden, aber ich habe auch nicht wirklich gesucht. Wir sollten die Regierung wechseln, beide Seiten, und einen Kompromiss finden. Kurz nach dem Interview kehrten wir nach Mariupol zurück. Vielleicht sollte ich euch etwas darüber erzählen, was in der Stadt passierte und warum ist die Stadt zerstört. Aber leider kann ich das nicht machen. Wenn ich etwas Falsches über die Kampfhandlungen erzähle, dann droht mir in meinem Land eine Haftstrafe. Das Gericht in Moskau verurteilte den Oppositionellen Ilja Jaschin zu 8,5 Jahren Knast für die Verbreitung von Fehlinformationen über die russischen Truppen in der Ukraine. Vor dem Krieg war Mariupol eine sehr schöne Stadt. Eine Stadt, die ursprünglich von griechischen Übersiedlern gegründet wurde. 500.000 Einwohner hatte die Stadt. Mariupol war das größte Industriezentrum in dem Gebiet, vielleicht sogar ganz Ukraine. Die populärste Figur ist Wladimir Boyko. Er war Generaldirektor des Kombinats des Ilitsch. Aber ihr sollt nicht denken, dass seit 2014 Mariupol in Frieden lebte. Die Stadt wurde dennoch beschossen, obwohl nicht so intensiv wie Donetsk. Trotzdem geschah Schreckliches. Zum Beispiel 24. Januar 2015, als auf die Haltestelle in Donetsk geschossen wurde, wurde Mariupol mit Raketensystem Grad
beschossen. Und ukrainische Militärs werden von der Donetsker Republik beschuldigt, dass sie auf die eigene Stadt geschossen haben. OSZE sagte, dass Donetsker Republik drauf geschossen hat. Und OSZE wurde damals noch von beiden Seiten respektiert. Ich sage ehrlich, die Beobachter soll keiner mögen. Nicht uns und auch nicht der Ukraine. Das zeigt, wie professionell sie arbeiten. Wir haben ein paar Beanstandungen bezüglich ihrer Arbeit, aber es ist wahrscheinlich meine subjektive Meinung. Zumindest 70%, was sie berichten, ist objektiv. Und ich sage danke, dass sie überhaupt hier arbeiten. Dank ihnen erfährt die Welt, was hier passiert. Bei dem Beschuss starben 31 Menschen und darunter ein 4-jähriger Junge. Sie können nicht über jede Granate 100% sicher sein, die beschossen wurde, die von euren Truppen geschossen wurde. Der Feind, der auf unser Territorium kam, der ist mehr oder weniger schuld an dem ganzen Beschuss, weil er kam hier zu uns, nicht wir kamen zu ihm. Wir haben bei Kiew keine Panzer und keine Flugzeuge. Sie kamen zu uns, entschuldigt uns. Und dieses Mädchen heißt Milana. Sie wurde auch zum Opfer des Beschusses. Sie verlor ein Bein und ihre Mutter. Milana wurde in Mariupol ein Gemälde auf dem Haus gewidmet. Aber jetzt sieht das Haus so aus. Bei Wiederherstellung des Wohnhauses wurde das Gemälde entfernt. Die Wirtschaftssituation in Donetsker Republik ist schlechter als auf der ukrainischen Seite. Ja, das ist leicht zu erklären. Ukraine ist ein großes Land mit einer entwickelten Industrie und leider wird unsere Infrastruktur hier zerstört durch ihr Beschuss. Die schießen gezielt auf unsere Infrastrukturobjekte. Die Leute, die in Mariupol leben oder andere Gebiete von Donetsk, die unter der ukrainischen Kontrolle sind, die können sehen, dass bei euch hier Arbeitslosigkeit herrscht. Und die Unternehmen sind geschlossen, es gibt kein Banksystem und auf der ukrainischen Seite gibt es das alles. Ich sage, mein Vater, der ist in ukrainischen Gebieten, der kriegt keine Rente seit 3 Monaten. Wir werden ein Banksystem haben, deswegen, wir haben hier eine Vertretung des Südossetien und wir kriegen da ein Banksystem dadurch. Wenn es keinen Krieg gäbe, würden wir ganz ruhig leben und besser als in der Ukraine. Aber vielen Dank von Amerika für diese Schwierigkeiten, die sie uns hier bereitet haben. Wir kämpfen gegen die Nazis, wir kämpfen für unsere Freiheit. Wir sind bereit, alles zu ertragen. Nach der sogenannten Befreiung durch die Russen verschlechterte sich das Leben der Bürger von Mariupol. Der größte Teil der Bewohner verließ die Stadt. Viele starben. Von denen, die blieben, gibt es sehr viele Befürworter der russischen Regierung. Wir sind Russland sehr dankbar, dass sie uns half in einer schwierigen Stunde. Wir haben wieder Gas, Strom und Wasseranschluss. Es werden neue Häuser gebaut. Wir sind dem Präsidenten Wladimir Putin sehr dankbar, dass er uns beschützt hat. Bereuen Sie nicht, dass das alles so begann? Nein, dann war es wohl so nötig. Uns tut es weh, dass die Ukraine uns verlassen hat. Und getötet wurden wir von den Azov-Kämpfern. Sie haben uns kein Wasser gegeben, kein Brot, kein Gas. 9 Monate lang, bis die Russen kamen. Jetzt soll Kiew so leben, wie wir 9 Monate lang gelebt haben. Sollen Sie das ausprobieren? Wie haben Sie die Nachricht aufgenommen, dass in Kiew kein Licht gibt, keine Gasversorgung? Ist das gerecht? Ich habe mich gefreut. Was, gefreut? Ja, habe mich gefreut. Ich bin Kleinunternehmer seit den 90er Jahren. Und außer deshalb werde ich angerufen, haben sie gesagt, wir haben keinen Strom. Und ich sagte, macht mal so wie wir. 9 Monate ohne Gas, ohne Strom, ohne Wasser. Viele Kinder, Frauen wurden getötet. Aber dank Putin sind wir jetzt wieder beim Aufblühen. Seht mal, welche Häuser die bauen.
Und unser schöner Bürgermeister ist geflohen, hat uns keine Wasserversorgung hinterlassen, kein Brot. Obwohl er es versprochen hat, hat er uns kein Brot geliefert. Nichts, Boyschenko, was ihr Name. Jemand sagte, dass Boyschenko vor dem Krieg ein guter Bürgermeister war. Ja, vor dem Krieg war er gut. Ich habe für ihn meine Stimme gegeben. Ich dachte, er wird ein guter Bürgermeister sein. Aber wir hätten nie gedacht, dass es Krieg geben wird zwischen Ukraine und Russland, Amerika und Polen. Und wenn Amerika das nicht gemacht hätte, wäre nichts passiert. Ich hatte auf dem zentralen Markt in Mariupol eine Handelsstelle. Ich zahlte Steuern an Ukraine und jetzt handle ich mit diesem kleinen Krusch hier. Ich habe nichts mehr. Alles ist verbrannt, alle meine Vorräte. Ich habe das von den Leuten Geld geliehen, um etwas einzuführen, um was zu verkaufen. Warum wird den kleinen Unternehmern nicht geholfen? Wir sind mit nichts geblieben. Wir haben Steuern gezahlt. Wir haben alles bezahlt. Niemand unterstützt uns. Niemand. Ich rede jetzt nicht über Russland. Ich rede Ukraine. Unsere Ukraine. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ihr sollt uns helfen. Entschuldigt, alles ist bei mir verbrannt, alles. Zentralmarkt ist verbrannt. Nicht nur ich, der ganze Markt. Es gibt keine Hilfe von irgendwo. Warum hätten sie uns keinen Kredit geben können? 100.000 Rubel zumindest. Aus der Ukraine wird man euch sagen, wie soll man euch helfen? Ihr seid jetzt Russland. Was sind wir, Russland? Wir haben noch keine russischen Pässe gekriegt. Verstehen Sie? Ukraine muss uns helfen. Präsident, unser Geliebter, den wir gewählt haben, sei verflucht. Schneide es ja nicht raus. Ich verfluche Zelensky. Doch die meisten Bewohner, mit denen ich reden konnte, waren nicht so radikal. Sie sind eher verzweifelt. Wie schätzen Sie es ein? War die Einmischung da, dass Russland sich einmischt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Uns ist es egal, Hauptsache Frieden. Und die Arbeit. Bereuen Sie, dass der Krieg begann? Ja, es gibt nichts Gutes. In 8 Jahren wechselte sich die Stimmung der meisten nicht. Es ist egal, welche Flagge oben hängt. Es gibt Sachen, die sie weitaus mehr betreffen. Ich weiß nicht, wer uns in dieser Situation beschützen soll. Wir wollen einfach keinen Krieg mehr. Es ist uns egal. Sehr schwierige politische Situation. Um ehrlich zu sein, von mir und meine Kollegen, Arbeiter, die hier leben in dieser Stadt, stehen wir noch unter Kontrolle der ukrainischen Armee. Und wenn hier Donetsker Armee kommt, dann werden wir nichts haben. Wir werden keine Löhne bekommen, keine sozialen Sicherungen, keine Renten, nichts. Das wollen wir nicht. Es werden keine Geschäfte mehr arbeiten. Deswegen hoffen wir, dass die ukrainische Armee hier bleiben wird. Sie haben alles verloren? Ja, hier alles. Komplett alles. Ich sammle alles auf der Straße. Was ich finden kann, das nutze ich. Wie denken Sie, wer ist schuld? Der Krieg ist schuld. Die Kriegshandlungen, wer sonst? Die spezielle Operation zum Schutz der Donbass-Bewohner geht weiterhin voran. Jetzt ist schon klar, was sie bringen wird. Auf dem Boden, wo Krieg herrschte, haben wir jetzt Frieden gebracht. Das Volk, das 8 Jahre lang in Angst lebte, hat jetzt eine Hoffnung und eine Sicherheit auf den morgigen Tag. Unsere braven Antifaschisten haben die Nazis vertrieben, die die lokalen Bewohner unterdrückt haben. Wir haben die eigenen Leute vom Genozid gerettet. Wir haben den russischen Kulturraum beschützt. Jemand wird vielleicht behaupten, dass das eine Heldentat sei. Doch der bescheidene russische Befreier wird darauf antworten: Nein, es ist nur eine ganz gewöhnliche Denazifizierung.